Es ist soweit. Es ist soweit, Chat. Seht ihr das? Vor 5 Jahren war ich so dumm und habe auf Twitter versprochen, mein Rap-Projekt aus der 6. Klasse zu veröffentlichen. Oh mein. Wuhuhuhu! Ich bin bereit. Seid ihr bereit, Freunde? Eins in den Chat. Denn Broski ist back und dieser Lappen wird heute zerfetzt. Oh mein Gott, ich freue mich. 1 Million Abos nochmal an dieser Stelle auch. GG Broski. Wow. Alter, Freunde, ich freue mich. Lehnt euch zurück und gönnt euch einfach. Ich werde es sehr, sehr genießen. Sehr, 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 sehr genießen. Es ist weiter. Jeder ist schlapp. Das können wir uns nicht angucken. Das können wir uns nicht angucken, Chat. Das können wir uns nicht angucken. Das ist unfair, wenn wir uns das angucken, Jungs. Das ist einfach unfair. Das können wir nicht tun. Der Mann wird nie wieder auf die Straße gehen können. Jungs, tut mir mal einen Gefallen. Ich hau euch mal den Link in den Chat rein. Gönnt dem Mann seinen Klick, den er da drauf verdient hat. Ich will, dass ihr alle auf jeden Fall auch nochmal da drauf klickt. Jeder einzelne von euch. Und ich dachte, mein Rewe-Pack-Opening-Web. Das Ding ist halt, mein... Es glaubt mir wieder eh keiner. Mein Rewe-Pack-Opening war gestellt. Es glaubt mir wieder kein Schwanz, dass es gestellt war. Ja, nö. Freunde, ich hätte auch in Hollywood einen Job kriegen können. Aber ey, umso besser, dass es mir keiner glaubt, dann umso besser. Wisst ihr, was ich meine? Wenn die Leute glauben, es ist nicht gestellt... Dann hast du es umso besser gemacht. We smart. Genauso wie damals, Teddy Techlebran. Straßenumfrage. Wunderbar. Hinten links sitzt übrigens Young Elias Nährlich. Es ist Freitag. Jeder ist schlapp. 6. Stunde. Alle drehen ab. 31 Kinder sind gespannt, als eine andere Klasse schon rausgerannt. Warte mal, 31 Kinder in einer Klasse? Der arme Lehrer. Der Lehrer sagt, sitzen bleiben und wir müssen noch eine Weile bleiben. Außer der Freie, da kam ein Stöhnen, an die Schule werden wir uns nie gewöhnen. Wann ist Wochenende? Wir wollen es wissen. So ein Gedanke stärkt das Gewissen. Wieso aufhören? Was habt ihr gedacht? Unsere geile Clique feiert jede Nacht. Am Wochenende kann man so einiges machen. Dabei sind dann auch echt coole Sachen. Wir machen weiter, keiner hört auf. Am Wochenende ist jeder gut drauf. Leute, wir sagen es nochmal. Bis 12 Uhr aufhören ist paranormal. Warum aufhören? Es geht noch weiter. Das Wochenende ist ganz schön heiter. Und jetzt alle, heiter. Ach du Scheiße. Ey, Respekt an Broski erstmal. Ich bin wirklich sprachlos. Ich weiß gar nicht, was mein Kommentar dazu sein soll. Ich bin einfach sprachlos, Chat. Wann ist Wochenende? Wir wollen es wissen. So ein Gedanke stärkt das Gewissen. Wieso aufhören? Runter von den Tischen! Unsere geile Clique feiert jede Nacht. Feiern jede Nacht? Der eine, der wieder 2 Meter groß ist in der 6. Klasse? Weil es ist vorbei, ich denke nicht drüber nach, am Wochenende ist keiner mehr brav. Ey Leute, was sollen wir denn sagen? 2 Tage Wochenende, wer will sich beklagen? Das Wochenende kann uns niemand verderben, dafür würden wir auch sterben. Wir machen weiter, warum denn nicht? Das ist der Rap, der vor allem Wann ist Wochenende? Wir wollen es wissen. So ein Gedanke stärkt das Gewissen. Wieso aufhören? Was habt ihr gedacht? Unsere geile Clique feiert jede Nacht. Wann ist Wochenende? Wir wollen es wissen. So ein Gedanke stärkt das Gewissen. Wieso aufhören? Was habt ihr gedacht? Unsere geile Clique feiert jede Nacht. Wann ist Wochenende? Wir wollen es wissen. Der verliert ganz schnell wieder seine Million. Von Hauke, Luca, Lukas, Simon und Timo. Das war's mit den 1 Million Abonnenten.
Soll ich euch meine Lieblingsstelle zeigen? Dafür würden wir auch scherben. Wir machen weiter. Warum denn nicht? Das ist der letzte Fall. Wie hat man früher so schön gesagt? Ein Schlag auf den Hinterkopf erhöht das Denkvermögen. Das war der Klassiker. Habt ihr früher auch in der Schule immer Nackenklatscher verteilt? Ey, bei uns in Berlin in der Schule war das ganz schlimm. Man musste so aufpassen. Und wenn der Nacken, wenn du wirklich so mal gechillt hast, dann hast du so schnell einen dicken Nackenklatscher gekriegt. Ohne Witz, Freunde. Der Nackenklatscher war immer ganz schnell da. Wenn der Nacken... Oh, ey, das... Wenn man frisch rasiert... Wenn du frisch beim Friseur warst, du hast so viele Nackenklatscher gekriegt, wirklich. Du hast so viele Nacken. Immer so in die Schule gegangen. Wenn du beim Friseur warst, immer so in die Schule gegangen. Hundertprozentig. Mittlerweile sind es Arschbohrer. Ey, geil. Wirklich. Wild. Wild Gamer, Brother. Die Chucks am Start. The Blue Chucks. Damals schon modebewusst. Auch sauber abgerollt, Simon. Es ist Freitag. Jeder ist schlapp, sechste Stunde, alle drehen ab. Aber was ich krass finde, er sieht mir verdammt ähnlich, als ich jung war. Er sieht mir schon sehr, sehr ähnlich. 31 Kinder sind gespannt, als eine andere Klasse schon rausgerannt. Der Lehrer sagt, sitzt sie mal. Sau stark, ey, wirklich. Wann ist Wochenende? Wir wollen es wissen. Ey, geil, 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 geil. Ich hätte mich gefreut, wenn noch mehr Broski-Part dabei gewesen wäre, aber das ist ja wirklich absolut wunderbar. Alter Walter, the day we all have been waiting for has finally come. Oh Gott. Hilfe, 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 Hilfe.